Hilf mir, sei meine Augen. Das muss die Statue der Eiferer sein. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Ich muss los. Bis bald. Ich bin weit gereist, um mich deiner Mannschaft anzuschließen, Eivor. Folge mir. Zusammen stoßen wir die Türen der Halle des Altvaters auf. Sei gegrüßt. Was bietest du heute an? Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Beruf. Hast du schon unsere treue Rune? Fürs nächste Mal. Hast du einen Vertrag für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Vergiss nicht, dieser Mensch, je schneller du zurückkommst, desto höher die Belohnung. Nein, Spaß, die Belohnung bleibt immer gleich. Wir sehen uns später. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Eivor, hast du Werch gesehen? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder...
Wirch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann hat er Spuren hinterlassen. Oh nein. Eivor, hier drüben! Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin. Lassen wir uns nicht beirren. Vorsicht, bitte! Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauschend. Kennen wir nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch. Kann ihn aber nicht zuordnen. Nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm. Werch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Wieso sollte er sein Lager verlassen? Wo könnte er hingegangen sein? Das ist die Kleidung von Werch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Eivor, komm hier entlang! Was hast du entdeckt? Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Welch? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Werch führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Bist du sicher? So sicher, wie du hier vor mir stehst. Er ist zurück. Werchs Beschützer ist zurück und führt uns zu meinem Bruder.
Peter? Wo bist du? Peter? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Petra! Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Ava, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen, in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Midgard! Hier in Midgard? Kehre zurück nach Jotunheim! Geh jetzt! Oder finde hier den Tod! Steht zur Sache! Kommst du, Petra, angefahren! Angetan! Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Peter! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Tod! Eivor, Tod! Ich bin doch hier! Du musst nicht mit den Kadavern sprechen! Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wie Welch wissen wird. Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang! Petra! Ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Wirklich schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, oh, sieh dort! Welch seltsamer Zelda, Petra. Wo bist du? Petra, wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Zu weit! Zu weit! Unglaublich! Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Hier waren wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen.
Oh nein, die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr Ash. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berth gesehen? Hallo, der spricht kein Kaninchen. Jetzt kommt rasch. Einen Mann namens Werch gesehen? Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Ey, Vorsino! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Werch. Genau wie damals. Ich sehe ihn. Und ab! Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher. Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Werch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg! Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Thank you.
Triffst das Avery schickt. Zeigst du mir deine Waren? All meine Waren sind gut, aber das ist sogar sehr gut. War's das? Nun muss ich gehen. Auf bald. Mögen sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Gut. Du hast es hierher geschafft, Chilbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen.
Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Chilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Konasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Was du sagst, ist Unsinn, Dark. Womit habe ich deinen Ingrim verdient? Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Thank you.
Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Anglia. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier wartet. Oh, ich werde berichten. Schick Speer hinter ihm her, dann finden wir... Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte. Ein neuer Brief für mich.